Herr Günsche, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Dass man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Daddy, no airplane! Look! Daher bereut man, dass man so gut war. Es muss wieder Schwung in die Sache. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Person! Sorry, Mädchen, nicht wie mein Vorhaben. Schön! Zu behaupten, Sie ein Angriff fängt, sei unwahrscheinlich. Bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe. Ich habe großes. Was? Dass ich den deutschen Lebensraum von jüdischem Gift gesäubert habe. Dann ewiger Ruhe. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nichts für meinen persönlichen Namen, nichts für meinen persönlichen Ruhm. Was soll das heißen? Sie können Wegener nicht finden. Die Logik der Frau. The fuck? Daher bereut man, dass man so gut war. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer? In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer stößt auf Stahnsdorf vor. News on parade. America and Germany together in the fight for freedom. In his first visit to the home of the brave, the German Chancellor received a warm welcome from the Big Apple. He greeted enthusiastic crowds in Times Square and took in the view from the top of the Empire State Building. Watch that first step. Later, the Führer paid a call to Lady Liberty, where he was given the keys to the city. The whirlwind tour was capped off by a four-hour speech to city leaders where the Führer outlined his vision for a prosperous alliance between Germany and America. Vowing to root out the parasitic elements that have crippled our economy since 1929 and to liberate the masses from the grip of financial profiteers. Together, we will put Americans back to work. Two great nations marching side by side toward a bold future.